Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkness and Flame, die dunkle Seite. Hier ist Sabine, die Cat. Und als erstes suchen wir sich die Sammelobjekte. Da haben wir hier oben das nächste Chamäleon-Objekt. Nummer 5. Und gleich links davon, hier, haben wir das nächste Sammelobjekt, die Fliege. Dann schauen wir sich hier noch ein wenig um. Das heißt, wir gehen einmal zu dem Bonsai hier rüber. Das sehen wir, da ist etwas versteckt, das können wir aber noch nicht holen. Das heißt, wir nehmen mal die Vogelfigur hier mit. Dann gehen wir zum Tisch her. Da können wir auch noch nichts machen. Soweit haben wir hier alles durch. Beim Fenster können wir leider auch noch nichts machen. Das heißt, wir gehen wieder raus. Wir haben jetzt die Streichhölzer bekommen. Das heißt, wir können zu der Mine gehen. Hier links rein. Hier oben links können wir die Lampen anzünden mit dem Streichholz. So, auch hier wieder die nächsten Sammelobjekte. Haben wir hier die Figur. Und das nächste Chamäleon-Objekt befindet sich hier auf der rechten Seite bei den Laternen. Dann gehen wir zu dem Gitter hier links. Das können wir mit unserer Kneifzange aufschneiden. Dann bekommen wir ein Mechanikteil. Wir bleiben gleich auf der linken Seite. Da können wir die Steine zur Seite räumen. Bekommen wir Medaillon mit Adler, Teil 1 von 3. Oben den Lampignon schauen wir uns noch genauer an. Den können wir mit dem Messer öffnen. So, dann haben wir eine Tigerfigur. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zum Hauptplatz, zum Zentrum. Links zu der Statue her. Da können wir jetzt den Tiger einfügen. Und den Vogel. Dann haben wir alle Figuren hier eingefügt. Wir erhalten eine Kachel. So, damit gehen wir jetzt zu der Brücke hierher, zu dem roten Tuch. Da können wir die Kachel einfügen. Klicke für jeden Schritt auf die Symbole, die zusammen das gleiche Symbol wie auf der Kachel in der Mitte bilden. So, also dieses Symbol müssen wir suchen. Das heißt, wir brauchen mal das hier und das hier. Schritt bei Schritt haben wir das, das. Dann haben wir das hier und das hier. Da brauchen wir gleich das L und das C rechts außen. Dann haben wir links außen. Das rechte. So, da brauchen wir wieder hier diese linke Seite und die rechte. Dann haben wir das und das umgekehrte D. Hier mal dann die zwei auf der rechten Seite. Und die letzte Stufe, eins links und eins rechts. Dann bekommen wir Smaragde und einen Aufzuggriff. Und dann können wir wieder zurückgehen zu der Mine, zu dem Aufzug, wo wir gerade waren. So, hier links rein. So, da können wir jetzt den Aufzuggriff einfügen. Hier bekommen wir eine Pinzette. Mit der Pinzette müssen wir jetzt komplett zurück Richtung Ballon, wo wir abgestürzt sind. Hierher zu der Felsspalte. Mit der Pinzette können wir jetzt den Schlüssel hier bergen.
Und das ist der Schlüssel zu der Truhe bei dem Aufzug. Das heißt, wir gehen wieder vor. Und hier links rein. Und hier die rote Box können wir mit dem Schlüssel öffnen. Dann bekommen wir einen Hebel oder eine, besser gesagt eine Kurbel. Und jetzt können wir den Aufzug in Gang setzen. So, das Mechanikteil setzen wir hier ein. Und den Hebel. There's a tent. What if Colin and Farador are inside of it? I need to hurry, since the darkness is near. I hope I'm wrong, but it seems that this firebird of mine is losing its strength. So, dann nehmen wir sich auch hier gleich wieder die nächsten Sammelobjekte vor. Hier der Kaktus und linker Hand der Papiervogel. Dann gehen wir hier rechts her. Da finden wir eine Schaufel. Zu dem Termitenhügel gehen wir auch vor. Da ist ein langer Stock. So, jetzt können wir die Schaufel mit dem langen Stock verbinden. Allerdings brauchen wir noch ein Messer dazu, dass wir den Stock zurechtspitzen können. Mit der Schaufel können wir jetzt den Eimer hier rechts freischaufeln. Dann bekommen wir einen Eimer mit Sand. Jetzt gehen wir hier zu dem Baumstamm her. Da liegt nämlich ein Brett drauf. Und da werfen wir jetzt den Eimer mit Sand drauf. Dann bekommen wir ein Glasröhrchen. So, dann haben wir hier soweit alles fertig. Das heißt, wir gehen jetzt geradeaus zum Zelt. Da ist der Colin. Colin, I finally found you. Alice, how are you, dear? I was so worried about you. I wanted to go search for you, but Farador injured his head after the fall and I couldn't leave him. I'm all right. And what about Farador? He lost his consciousness and I can't bring him back to his senses. Some sort of medicine is necessary. We can't leave him here alone. You won't believe me. I found a little village here. They helped me there, and maybe they have some sort of medicine. I'll go back to the village and try to find a way to bring Farador to his senses. Gut, dann schauen wir sich hier gleich mal näher um. Hier oben rechts ist die Fliege Nummer 3. Und auf der linken Seite bei dem Kaktus hier ist das nächste Chamäleonobjekt Nummer 8. Dann schauen wir uns das Lagerfeuer genauer an. Da liegt ein Stock daneben. Da können wir ein Stückchen Kohle rauskitzeln. Dann gehen wir zum Farador. Der hat unsere Tasche. Oh, this is my bag. I thought I lost it. Und eine Nagelschere. So, dann gehen wir einen Schritt zurück. Hier rein Richtung Bunker, besser gesagt vor dem Bunker. Auch hier wieder die nächsten Sammelobjekte hier vorne rechts. Und hier die Tafel. Dann können wir sich den Mechanismus hier rechts anschauen. Da fügen wir das Ventilrad ein. Und das Rohr. Dann bekommen wir einen Schlangenschädel und eine Lama-Statue. So, damit gehen wir jetzt zurück zu der Weide, wo die Ziegen umherhopsen. Hier rechts zu der Hütte rauf. Da können wir das Lama einfügen.
mit den grünen Knöpfen das Feld drehen und die Stahlkugel zum goldenen Knopf ziehen. Gut, wir fangen einmal rechts an. Einmal links. Zweimal rechts. Viermal links. Dreimal rechts. Zweimal links. Einmal rechts. Zweimal links. Rechts. Links. Und noch einmal rechts. So, dann bekommen wir einen Pinsel. So, wir gehen jetzt aber vor zu der Großmutter. Oh, my child, you are back. Did you find your friends? Yes, Granny. My friend lost his consciousness when he hit his head. My uncle and I can't bring him back to his senses. I think I can help, my dear. There is a medicine. However, we will need to make it. Please collect these ingredients which I am missing. Afterwards, I will take you to the pharmacy where we will prepare the medicine. So, dann haben wir hier eine Liste der Zutaten. Wir brauchen einen Schlangenschädel, den haben wir schon. Kaktussaft, Kirschblüte, Pollen von stechendem Gras. Wir gehen zu dem Bonsai her. Mit der Nagelschere zwicken wir hier die Äste ab. Dahinter verbirgt sich ein Schlüssel. Mit dem Schlüssel können wir das Kästchen hier öffnen. Dann haben wir hier einen Fächer und eine Glasflasche. So, mit dem Fächer können wir das Fenster hier öffnen. Dann bekommen wir eine Papiertüte. Und hier ist eine Kirschblüte, die wir mit dem Messer abschneiden können. Das heißt, wir können auch gleich die Kirschblüte hier dazugeben. Dann gehen wir zu der Weide. Da steht eine Brennnessel. Hier rechts vorne. Hier können wir die Papiertüte aufstellen und mit dem Messer können wir die Pollen reinklopfen. So, Pollen von stechendem Gras. Können wir auch gleich zu unserer Liste hinzufügen. Und jetzt gehen wir vor zum Colin. Da ist ein großer Kaktus, wo wir das Chamäleon-Objekt gefunden haben. Hier links. Alice, did you manage to find the medicine? Almost. But first I will collect the necessary ingredients and we'll be back shortly. So, nehmen wir uns den Kaktus hier zur Brust. Das Glasrohr können wir reinstecken. Und die Glasflasche unterstellen. Dann haben wir auch den Kaktussaft. Den fügen wir auch zu unserer Liste hinzu. So, wir haben alle Zutaten beisammen, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück zu Granny. Perfect. Now, let's go to the pharmacy. Other necessary ingredients for the healing elixir are stored there. Take the key to the entrance door. So, wir bekommen die Drachenstatue. Mit der gehen wir jetzt hier in das linke Haus rein. Da wartet uns noch ein ganz tolles Spiel. Ordne die Chips so an, dass sie zu den Bildern passen. So, dann fangen wir mal an mit dem hier.
Mal kurz überlegen. Oh, das hier. So, dann haben wir das hier. Jetzt drehen wir den noch richtig. Und dann passt es auch schon. Ich werde wahrscheinlich das und das Video drunter stellen. Dann könnt ihr genau nachlesen, wie die Lösung ist. Ich habe das mit A, B, C, D und E beschriftet. Und ja, von links nach rechts. Dann könnt ihr euch das unten nochmal genauer anschauen, wie das funktioniert. Dann gehen wir rein in die Apotheke. Here is the recipe. It is so ramshackle that I cannot figure out the drawing. Let's try an old trick and soak the paper in tea. The drawing should appear. Gut, dann nehmen wir das Rezept mit. Gehen zurück in Grannys Haus. Da steht am Tisch ja eine Teekanne. Einmal zurück nochmal, ich habe den Tee vergessen. Ja. Hier den Tee nicht vergessen, mitnehmen, Teeblätter. Weil sonst haben wir nur heißes Wasser zur Verfügung. Das ist nicht der Sinn und Zweck des Ganzen. Dann gehen wir zu dem Tisch hierher. Tee rein. Deckel drauf. Offen dann mit mir. Mit dir. Rezept mit getrübtem Bild hier in die Schale und den Tee oben drauf. Hat doch funktioniert. Das heißt, wir gehen jetzt zurück und mischen die Medizin zusammen. So, als erstes Wasser, Kirschblüte, den Schädel müssen wir stampfen und dann rein. Dann das eine Stück hier, was immer das ist, schaut aus wie Käse. Knoblauch, Öl, der Kaktussaft, eine Orange und das Ganze dann umrühren und in die Flasche rein. Gut, dann fangen wir an mit Wasser. Kirschblüte, Schlangenkopf in den Mörser und einmal gut durchstampfen. Dann brauchen wir Knoblauch. Ah nein, das Stück hier, was immer es ist. Achso, das ist das Pulver. Das Säckchen, oh Gott. Okay, Knoblauch, Öl, Orange. Ah, Kaktussaft. Orange. Einmal umrühren. Und das Ganze jetzt rein ins Fläschchen. Stöpsel drauf und fertig ist. Die Medizin. So, abgeschlossen, mache die Medizin. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich jetzt eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich natürlich sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht die Glocke einzuschalten. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss!